Hey Freunde, willkommen wieder natürlich zu einem neuen Video in Son of the Forest natürlich. Und wo waren wir natürlich stehen geblieben in der letzten Folge? Hier. Bei unserer hübschen Bergbasis, wo der Kommentar natürlich gab. Und ja, ich habe noch, natürlich gab es auf dem Video darauf, also nicht auf dem Video, was ich hochgeladen habe mit dem Berg, sondern vorheriges Video mit dem Baum, Teil 2. Und da habe ich auch einen Kommentar erhalten. Und den zeige ich euch gleich. Wenn euch natürlich diese Folge wieder gefällt, zeigt es mir gerne mit einem Like, ein Abo und ein Kommentar. Würde mich ganz sehr freuen für mehr Tipps oder wenn ihr was sehen wollt, was ich bauen soll. Und da gab es einen Kommentar. Ich soll ja bei meiner Basis da unten, wo die Ecke frei ist, so eine Art Farmen hinbauen und versuchen. Dann gab es da nochmal von denselben einen Friedhof. Zum Friedhof muss ich leider sagen, das funktioniert nicht mehr. Also den Friedhof können wir nicht bauen. Es ging mal, also man konnte die Steine, das kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, könnt ihr auch selbst ausprobieren, weil die Steine können wir jetzt nicht mehr auf, wir platzieren einen Stein und dann können wir nicht einen Stein drauf platzieren. Das geht leider nicht mehr. Ging mal, das weiß ich noch, aber jetzt geht's nicht mehr. Ihr seht, ich habe hier ordentlich Holz wieder. Ja, ja, ja. Also wir können insgesamt 24 Holz da hoch befördern. Insgesamt. So, und dann würde ich mal sagen, genug geschnabbert und ich transportiere mal hier 24 Holz da hoch. Wird eine Weile dauern, weil ich muss immer mit den zwei Hölzern mitgehen, weil die hauen sonst ab. Das ist halt so ein Problem hier. Guckt, die rollen dann immer 1000 Meter weit weg, Alter. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal hinplatzieren und wir holen davon jetzt 6 Stück. Leider ist Winter, das ist nervig. Und solange, wenn ich das mache, können wir plaudern ich mit euch ein bisschen. Und dann gibt es eine Timelapse. Also dann wird eine Timelapse gemacht. Ich zeige euch mal erstmal, wie ich das mache und wie es abläuft. Und ich habe mir den Trailer dazu angeguckt. Da ist jetzt so 1.0 Update. Und um ehrlich zu sein, ist da recht wenig drin, muss ich sagen. Also ich finde das recht wenig. Also wir kriegen einen Dachs als neues Tier. Dann gibt es irgendwie solche Jump-Dinger, also für die Hängekleider, also für diese Fallschirme, nicht für die Fallschirme, für die Paraglider, also für die Dinger da, was man sich anziehen kann, drüber hängen kann und fliegen kann. Da soll es irgendwie solche Jump-Dinger geben, also du kannst da mit dem Ding drauf gehen, das jumpt dich hoch und du kannst dann fliegen, von unserer Basis dann auch aus. Dann soll es noch einen neuen Mutanten geben. Und es soll, die Kannibalen sollen Rüstung tragen. Das ist auch interessant. Und es soll bei der Story weitergehen. Aber hoffentlich ist das nicht alles gewesen, weil für 2 Monate warten ist es, muss ich schon sagen, ist schon recht wenig. Also das wäre wenig, wenn das wirklich nur alles ist, was ich jetzt gesagt habe. Das ist echt wenig. Da können sie ja auch ruhig das wäre so cool. Also ich demonstriere das euch mal kurz. Guck mal. Ich bin jetzt hier so ein Spieler. Ich sag mal, ich nehme jetzt mal hier so. Wo haben wir sie da? Guck mal das. Eine Spitzhacke. Warum kann ich dann diesen Kackstein hier nicht wegmachen? Also das wäre doch so geil, mit der Spitzhacke den Stein hier einfach jetzt wegzuschlagen. Weil guck, der ist hier nervig. Dann kannst du hier nicht richtig bauen. Das wäre halt cool. Hoffentlich kommt das noch in den Spiel dazu. Wünsche ich mir. Das wäre richtig cool. Dass man wenigstens ein bisschen terraformen könnte, weißt du? Das wäre halt richtig cool. Würde auch, glaube ich, jedem gefallen. Weil, hat man ja gemerkt, manche Steine sind echt nervig. Wie viel haben wir jetzt hier? 3? Ach, hier sind schon 6. Hä, bin ich blöd? Ja. Dann sind die als nächstes dran. Haben wir schon mal hier 2. Können wir auch so machen, ist mir auch egal. Das Ding befördern wir direkt zur nächsten. Ja, das dauert halt jetzt immer eine Weile. Jetzt habe ich mit euch ein bisschen geplabbert. Und jetzt kommt die hübsche Timelapse für euch. Und wir sehen uns, wenn ich erstmal jedes Holz da hochgebracht habe. Also alle 24. I'm not afraid to die.
So, Freunde, ich habe jetzt alle Behälter befüllt. Und ich zeige euch jetzt, was ich damit meine. Ich muss hier hoch. Zack. Weil ich habe jetzt insgesamt 3 Behälter hier. Gehen nur 3, weil es ist kompliziert. Hier kann man keinen Behälter leider hinbauen. Ist zu uneben. Aber jetzt haben wir insgesamt 24 Holz. Guck. Ah ne, hier. Hier haben wir einen Behälter. Genau. Und da hinten. Weil haben wir auch einen Behälter. Besser ist es. Und kann... Ja, wird schwierig. Also eine Ladung muss nochmal hoch. So, da fangen wir mal an. Zack. Ist was für... Wir bauen erstmal das Ding als Vorplattform. Guck mal, hier gibt es solche riesen... Was war das? Warum geht das nicht? Ah ja. Jetzt muss ich kurz was gucken. Ich kann leider hier oben keine Hütte bauen. Das müsste ja jeden Gründen auch immer. Guck, es geht nicht. Logik ist nicht da. Schon wieder nicht. Aber das Ding kann ich hier bauen. Geht das? Wie geht das? Gut, hier habe ich noch eins hingebaut. Das werden wir auch bauen. Eins von den Dingern, ich versuche die dann... Ah, ich könnte die versuchen, richtig nebeneinander zu platzieren. Mhm. Ja, können wir probieren. So, weg damit. Jetzt sind sie halb nebeneinander, würde ich sagen. Müssen wir ein bisschen hochbauen. Genau. Genau, jetzt können wir wieder hier hin. Hier hoch. Und wieder rüber. Das heißt, wir transportieren jetzt die anderen Hölzer wieder rüber. Das ist gut. Nein, das soll nicht passieren. Und das soll genau nicht passieren. Oh, ich komme hier nicht mehr hoch. Weil es so Bullshit-mäßig gemacht. Oh nein. Oh. Weil hier oben Winter ist. Oh. Zack. Zack. Jetzt kommen wir wieder eins runter. Genau. Schwupp. Ein bisschen runter. Dann können wir hier unten die Hölzer jetzt nach oben schicken. Genau, so ist ein ewiges System. So funktioniert das dann insgesamt, würde ich mal sagen. Ah, ich muss natürlich auch mit. Das ist halt der einzige Punkt. Hier hätte ich auch gerne so einen Behälter gebaut. Das ist halt kacke, wenn die runterfallen. Aber ab hier können wir sie allein lassen. Und hier holen wir sie natürlich wieder hoch. Ja, so ist halt das jetzt. Und ich würde mal sagen, ich versuche in dieser Folge das eine Ding fertig zu bauen. Und da mache ich euch jetzt eine Timelapse. Und wir sehen uns wieder, wenn ich damit fertig bin.
2000 years later. So, Freunde, jetzt haben wir's. Wir haben unsere erste Hütte gebaut, muss ich sagen. Und dabei geht die Sonne schon unter. Ja, das hat wirklich echt nervig. Nervig war das. Ich will gucken. Geht das, kann ich das Ding auch da? Das geht auch da. Ja, das gefällt mir. Ich glaube, ich kann hier alles abbauen. Das Dach. Gut. Gut. Dann würde ich sagen, ich mache mal hier oben meinen Speicherpunkt. Ja, Freunde, hoffentlich hat euch diese Folge zu diesem hübschen Hausbau hier gefallen. Würde mich ganz sehr freuen über ein Like und ein Abo und ein Kommentar natürlich. Und wir sehen uns natürlich im nächsten Video in der dritten Folge von hier. Und ciao.